Tierfreundinnen und Tierfreunde. Mit Clara stellen wir in unserer heutigen Folge eine Hündin vor, deren Vermittlungschancen nicht so groß sind wie bei einem gesunden jungen Hund. Trotzdem hätte sie gern wieder Menschenfreunde, die nur für sie da sind. Die bewegungsfreudige kleine Hündin ist 8 Jahre alt und hat einen Mamatumor an der Milchleiste, was Clara bisher nicht beeinträchtigt. Näheres dazu erklären die Tierheim-Mitarbeiter gern. Damit sich die kleine Clara in der Arche Noah nicht so einsam fühlt, kommt fast täglich die ehrenamtliche Mitarbeiterin Uschi Wassermann zu ihr. Sie und ihr Kollege Andreas Gruß sind schon für viele alte und kranke Hunde Brücke in ein neues Zuhause oder auch in den Tod gewesen. Die aufgeschlossene Clara hatte gleich das Herz der ehrenamtlichen Mitarbeiterin erobert. Uschi Wassermann gibt ihr im Tierheim das, was Clara im alten Zuhause nicht hatte, und bereitete sie dadurch auf eine hoffentlich erfolgreiche Vermittlung vor. Die Hündin liebt die fast täglichen Ausflüge, bei denen sie vieles beigebracht bekommt. Sie liebt die Freiheit und in den Wiesen zu toben und lernt, an befahrenen Straßen zu laufen. Alles Dinge, die sie nicht kannte. Für solch intensive Arbeit mit dem Hund haben die wenigen Mitarbeiter der Arche Noah leider keine Zeit. Bei ihnen steht im Vordergrund, all die ihnen anvertrauten Tiere gut zu versorgen und ihre Unterkünfte sauber zu halten. Deshalb sind die Mitarbeiter des Tierheims und ihre Chefin Katrin Mattes dankbar, dass es Menschen wie Uschi Wassermann gibt. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben den Hunden und auch Katzen fast täglich Nähe und Geborgenheit und sind Bezugspersonen, ähnlich wie in einem Zuhause. Die armen gestrandeten Tiere brauchen diese Menschen, die immer da sind, bei schlechtem Wetter, im Sommer und im Winter, um in ihrer Seele heil zu bleiben oder geheilt werden, bis sie die Chance für ein neues Zuhause bekommen. Auch bei aller Freude und Freundschaft, die Uschi Wassermann und Clara gemeinsam haben, wäre es für die liebenswerte Hündin sehr schön, ein richtiges Zuhause zu haben. Wie viele Jahre es werden, weiß niemand, aber die Liebe kann Berge versetzen.